Hallo, liebe Hundefreunde. Heute habe ich mir mal das Thema Respekt rausgesucht. Das ist für mich ein Thema, was jetzt in der heutigen Zeit, ich finde, einfach ziemlich an Bedeutung verloren hat. Viele können mit Respekt nicht mehr so viel anfangen, leider ist es so. Ob das jetzt der Respekt gegenüber anderen Menschen oder gegenüber anderen Tieren ist. Leider muss ich es auch während meiner Arbeit draußen auf der Straße, draußen in der Natur immer wieder erleben, dass oft dieser Respekt vernachlässigt oder beziehungsweise überhaupt nicht angewandt wird. Respekt ist in dem Sinne ja nichts anderes als eine Wertschätzung gegenüber einem anderen Lebewesen oder auch die Aufmerksamkeit auf ein anderes Lebewesen. Wenn ich nicht genau hinschaue oder immer nur meine Gedanken in irgendwas hinein interpretiere und nie das anerkenne, was ein anderer tut, bin ich in dem Sinne respektlos. Ich habe das leider heute wieder anschauen müssen, muss ich sagen, weil ich konnte in dem Moment nicht eingreifen, nichts sagen. Mir war in dem Moment, ja, ich durfte nichts machen. Zwei Hundehalter, ein mit einem etwas größeren Hund, ein junger Mann, dann kam eine etwas ältere Dame mit einem Welpen, der war, ich würde mal sagen, nicht älter als 10 Wochen. Beide gingen auf eine kleine Hundefreilauffläche. Ja, natürlich, der Größere, was heißt natürlich, der Größere hat sich halt auch frei bewegt. Und ist dann zu dem Kleinen hingerannt und hat ihn leider Gottes überrannt. Der Kleine hat sich 3, 4, 5 Mal überschlagen, hat dabei gequietscht. Ja, was war die Reaktion von der Hundehalterin von diesen Welpen? Passen Sie doch auf Ihren Hund auf, ich habe hier einen Kleinen und das kann doch jetzt der große Hund so nicht machen. Jetzt ist die Frage für mich, wo hat denn jetzt die gute Dame einen Respekt gegenüber dem anderen Mann? Sie respektiert also, dass ihr Hund, ihr kleiner Wusel, der gerade noch erstmal am Lernen und am Erfahren ist, dass er rumwuseln darf, wie er lustig ist, aber erwartet für diesen großen Hund eine Leine am Hund, beziehungsweise dass der Hundehalter sich einbringt und auf seinen Hund einwirkt. Ja, aber wo bitteschön bleibt denn dann die Hundehalterin für ihren Hund, für ein kleines Baby in dem Sinne, ja, er bleibt allein. Also für mich war das eine Respektlosigkeit ohne Ende von dieser Dame gegenüber dem Mann. Und natürlich, was ist passiert bei dem Mann? Er hat ihm natürlich seinen Hund angeleint, aber es war in dem Sinne, war es richtig, sicher, aber diese Argumentation von dieser Dame, die hat mich nur von dem Hören, was ich mitbekommen habe, also regelrecht schockiert. Das ist das, wo ich sage, dieser Respekt, das, was ich mache, ist alles unbedingt wichtig, richtig und ne, es gibt da keinen anderen Weg. Und die anderen haben sich gefälligst nach mir zu richten. Das kann doch nicht funktionieren. Weder Mensch zu Mensch, noch Mensch zu Hund. Wie oft erleben wir das auch, dass wir manchmal auf den Straßen, wenn wir unterwegs sind, auch selbst teilweise mit unseren Kunden, die mit ihren Hunden, wenn wir draußen arbeiten, erstmal angeleint, die laufen halt da so entlang und ja, er muss halt mal pieseln. Und wo wird es erlaubt, hinzumachen? An Häuserwände, an Zäune, an Grünflächen, die mit zu einem Haus gehören. Alles selbstverständlich, wo ich sage, was macht der Hund denn in dem Moment? Er markiert ein Revier. Aber das Revier gehört doch irgendjemand anderen. Ob das jetzt die Hausecke ist, die Hauskante, ein Stück Rasen oder ein schön bepflanzter Vorgarten. Selbstverständlich gibt es die lange Leine. Jetzt mach mal, jetzt tu mal. Respektlos, auch wieder in meinen Augen ohne Ende. Es gehört doch nicht dem Hundehalter. Es gehört doch irgendeiner fremden Person. Und ich erlaube das in dem
Sinne dem Hund, mach mal, du mal, kannst ruhig machen, es gehört uns ja nicht. Also das sind Dinge, Respekt, die mich richtig nerven, nervös machen, traurig machen auch teilweise. Wir haben auch zum Beispiel den Respektlosigkeit, wo ich sage, der Hundehalter gegenüber seinem eigenen Hund. Auch da erleben wir teilweise Dinge, die für uns irgendwo regelrecht schon schockierend sind. Ein Hund ist ein Rudeltier. Das heißt natürlich nicht, dass die permanent aufeinander liegen oder ständig sich umgarnen müssen. So jetzt nicht. Aber was machen denn viele, viele Hundehalter? Teilweise durch vielleicht neue Lebenssituationen oder wie auch immer. Was passiert, wenn die zum Beispiel berufstätig sind? Okay, ein paar Stunden würde ja keiner was dagegen sagen. Lasse ich aber meinen Hund bis zu 10 Stunden oder noch länger als 10 Stunden allein daheim, respektiere ich doch schon nicht den Hund als Rudeltier. Ja? Er will natürlich, wie gesagt, nicht immer aufeinander oder immer zusammen huseln, aber zumindest ist es ein Rudeltier und braucht doch sein Rudel um sich herum. Aber was machen viele? 10 Stunden allein daheim? Geht doch gar nicht. Erstens mal nicht tierschutzrelevant. Allgemein schon von der Verdauung kann sowas nicht funktionieren. Ich respektiere den Hund in dem Moment nicht als Rudeltier. Die Leute erwarten dann natürlich, dass draußen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber 10 Stunden nichts tun und dann schauen, 5 Stunden muss er funktionieren, das kann nicht hinhauen. Das kann nicht funktionieren. Vielleicht macht sich jetzt der ein oder andere jetzt mal rein von diesen kurzen Erfahrungen, die ich heute leider machen musste, durfte, wie auch immer, vielleicht auch nochmal Gedanken, inwieweit jeder für sich respektvoll mit seinen Mitmenschen umgeht, beziehungsweise unsere Hundehalter, die jetzt zuschauen oder auch später vielleicht dazukommen, wie sie mit dem Respekt auf ihren Hund umgehen. Was ist ein Hund? Respektiere ich ihn in seinem Verhalten, in seinem Tun, was er gerade macht, in dem Moment, wo ich halt den Hund beobachte? Oder schiebe ich alles einfach so weg und denke, ja, war schon immer so, ich mag das jetzt so und er muss das so machen? Einfach mal schaut, dass ihr euch selbst mal etwas beobachtet. Vielleicht mal den Grundgedanken des Respektes nochmal in Erinnerung ruft. Ansonsten würde ich sagen, bevor ich mich jetzt hier noch mehr aufhänge mit diesem Thema, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, auch morgen versuchen wir dann die ganzen Fragen, die noch auftauchen, mit in diese paar Minuten mit reinzubringen. Ansonsten ist das für heute erstmal alles. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Egal, was ihr heute noch macht mit diesem Abend, mittlerweile schon schwarze Nacht. Wir würden uns freuen, wenn wir euch morgen wieder begrüßen dürfen. Bis dahin, viel Spaß heute Abend. Bis bald. Tschüss.